Das ist Schwester Antonia und ich bin Schwester Johanna. Sie und ich sind die Jüngsten hier. Wir Novizinnen müssen zusammenhalten. Mein Name ist Marie. Darf ich dir zur Begrüßung einen schwesterlichen Kuss geben? Halte dich an mich und Johanna, solange du hier noch fremd bist. Den Apfel bitte, Antonia. Danke. Wir machen so oft wie möglich lustige Spiele. Am besten ist, du schaust gleich mal zu. Ich spiele mit. Fein. Komm her. Also, pass auf. Und jetzt du. Vielleicht ist es Sünde. Aber es ist doch nur ein Spiel. Es ist doch nichts dabei. Mach schon, sei doch kein Spielverderber. Wenn du allerdings eine bist, die immer an die Sünde denkt, dann bist du für uns auch keine Gespielin. Denn dann hast du die Frauen zu gern. Komm, Mai. Was geht hier vor? Gleich Freundschaft? Du bist anscheinend sehr schnell dabei, Freundschaften zu schließen. Die Schuld liegt nicht bei ihr. Das ist kaum anzunehmen. Ich rede später mit euch. Ihr verlasst jetzt den Raum. Geht. Leg dein Kleid ab. Sogleich. Du bringst jetzt 3 Tage ohne Gewand zu. Pater Vinzenz hat dir Dornen als Buße auferlegt. Wenn du dich kasteist, wird die sündige Lust und Begierde vergehen. Ich habe es soeben selbst gesehen, dass sein Urteil über dich genau zutrifft. Haargenau. Wenn du Gott wohlgefällig sein willst, musst du dich ändern.